Am 23. Juni 1991 schrieb der Mazda 787B Geschichte. Und zwar beim 24-Stunden-Rennen im französischen Le Mans. Denn als Johnny Herbert um exakt 16 Uhr den orangefarbenen Mazda Rennboliden als erster über die Ziellinie pilotierte, hatte bis dahin noch niemals zuvor ein Auto mit Wankelmotor das legendäre 24-Stunden-Rennen gewonnen. Ja, hier ist es. Ja, sage ich mal. Da ist er, der Gute. Und weil wir gerade im Thema sind, 24-Stunden-Rennen von Le Mans steht vor der Tür, am kommenden Wochenende ist es also wieder so weit. Und es gibt natürlich diverse Simulationen und Rennspiele, möchte ich es nennen. Sucht euch das richtige Wort jeweils aus. Die natürlich auch Le Mans in einer wunderbaren, sage ich mal, gescannten Version zur Verfügung stehen haben. Und da ich vor nicht allzu langer Zeit wieder so ein bisschen den Draht zu R-Factor 2 gefunden habe und dort natürlich eine extrem wunderbar lasergescannte Le Mans-Version zur Verfügung steht, aber auch geile Automods, musste ich dieses Video heute eben im Hinblick auf dieses 24-Stunden-Rennen und eben dieses auch große Jubiläum vom 23. Juni 1991 von Mazda Speed muss ich das Video einfach mal zwirbeln. Und deswegen habe ich mir so überlegt, was ist eigentlich, wenn das Rennen in Le Mans nochmal stattfindet, ne, GTEs, Cup-Fahrzeuge, LMPs, DPI und so weiter. Und Knut Mathiesen meint, er muss die Gruppe C noch mit draufpacken aufs Feld und selbst auch ein Mazda Speed dann fährt, den 787B. Und wie genau das wird, meine Damen und Herren, werden wir jetzt sehen. Denn, oh Gott, was hat er sich da ausgedacht? Achtung, die Perspektive. Oh Gott, er hat es sich wirklich genau so ausgedacht. Da sind sie. Die Hände. Aha, ja, servus. Also ihr könnt mich sehen. Oh, Entschuldigung, das war ein Reflex. Wir fahren ein kleines 10-Runden-Rennen in Le Mans. Und ich werde jetzt an der Stelle schon mal den Scheinwerfer ausschalten, der meine poröse Hannelore-Haut erleuchtet. Und damit ich hier auch wirklich den absolut immersiven Eindruck im Mazda-Cockpit habe. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Wir sind eben unterwegs mit dem großen Feld von GTEs, GT, oh jetzt muss ich lügen, 3, weiß ich gar nicht, die heißen glaube ich GTD dort, ne? DPIs sind drauf, LMPs sind drauf, also so wie wir es eben kennen aus dem 24-Stunden-Rennen. Und bevor ich noch zu viel erzähle, würde ich den Motor starten, euch genießen lassen. Denn das ist der Hammer, was jetzt kommt. Meine Damen und meine Herrenschaften, Zündung an, Licht an. Und jetzt bitte bekotzt euch vor Motorsound Power. Ein bisschen warm laufen lassen, nicht? Da stehen ja die Zuschauer drauf, ne? Ja, läuft, läuft. Ist nur problematisch, dass sich das Zuschauergeklatsche so ein bisschen wie im Studio anhört und nicht wie auf einer Rennstrecke. Was soll's? Wir knattern raus. Sehr für uns, ganz klar. Ja.
drauf. Also jetzt nicht auf das Heck vom RSR hoffentlich, sondern wir gucken jetzt einfach mal, wo wir tatsächlich heutzutage stehen würden mit unserem 787B. Kaum fahren wir los. Gibt es schon die erste Gelbphase hier auf Le Mans. Also ich bin immer noch, wie gesagt, in der absoluten Testphase, was die Aufnahmeposition, die Kamera etc. betrifft. Tonmäßig bin ich jetzt mittlerweile auf dem Wave 3. Das habe ich übrigens genauso lange schon wie mein Stream Deck. Nur leider noch nie zum Einsatz gebracht, weil ich einfach immer zu schnell die Kurve fahre. Auch nicht, nein. Aber weil ich einfach immer wirklich nicht... Ja, ich wollte nicht so ein Teil vor meiner Fresse hängen haben, Alter. Aber, ja, was tut man nicht alles für guten Mikrosound? An alle VR-Org-Leute, die das Video sehen, es ist absolut möglich, dass hier entsprechende Liveries von euch dabei sind. Weil ich natürlich hier nichts abgewählt habe, was aus der GTE-Klasse kommt. Hier schön der Porsche Cup, guckt euch mal schön an, wie er aussieht hier. Schön. Ohne Licht, mit Licht. Und wenn du glaubst, dass dieses Auto keine Drehzahl mehr hat, dann... ist immer noch was drin beim Mazda 787B. Was eine Höhenmaschine, Alter. Wir uns ganz kurz ein bisschen ein. Auch man könnte das Movie mal ein ganz kleines bisschen hochstellen. Wir fahren auch keine Qualifikation oder sonstiges. Ich habe das so angestellt, dass wir jetzt ein bisschen Practice machen. Warm fahren und dann geht's direkt los in das hier unten Rennen, wo ich selbstverständlich vom letzten Platz starte, nämlich vom 40. Achso, es ist ein KI-Rennen, ne? Für alle, die es immer noch das große Fragezeichen im Kopf haben. Es ist ein KI-Rennen mit 39 KI-Gegnern und meiner Wenigkeit, der die 40 komplettiert. Lassen wir uns doch mal limpen. Da muss ich etwas pumpen. Ob der Kraft des Force Feedbacks meines Erfolgs dahinter. Sechsten Gang gibt es nicht, aber auch der fünfte reicht bis 340 aus, wie man sieht. Bisschen viel gebremst, so, aber gut, verknüllt. Streckenkenntnis ist was anderes.
Es gibt übrigens in meinen ganzen Testreihen noch eine weitere Option von dieser Perspektive, sagen wir mal. Kurz konzentrieren, auch kleinen Schlag vom Körper kommen. Eine weitere Option im Zusammenbau dieses ganzen neuen Machwerks, möchte ich sagen. Was das aber genau ist, werdet ihr in einem weiteren Video entsprechend erfahren und auch sehen. Und mal am besten voran. Ich bin übrigens immer sehr, sehr begeistert, wenn ich A-Factor fahre, was für eine perfekte Grafik auf einmal da rauskommt. Da könnte ich ja so. Was so? Ich habe übrigens die diese harte Information, wenn man zum Beispiel das Preisbereich zu ändern. Der in Suzuki fährt auch nicht, was? Das ist ja interessant. Wie immer übertreibt das gerne natürlich. Das ist ein Cut. Eine kleine Beschädigung kommt hier auch schon vor, ne? Den habe ich schön weggebumst. Wir haben aber genug geprobt, geübt, gemacht, getan. Wir werden jetzt direkt ins 10 Runden gehen. Next Session. Wie gesagt, wir starten vom 40. Platz. Um 40. Platz. Mal ganz kurz ein Setup gucken. Boxenstopp machen wir diesmal keinen. Eieiei, das ist natürlich, Boxenstopp machen wir diesmal doch einen anscheinend. Denn das hatte ich nicht, naja, ist ja okay. Das hatte ich nicht einberechnet. Dann tanken wir doch nochmal Sprit für 2 Runden circa. 1, 2 Runden. 20 Liter tanken wir nach. Ganz klein. Ja. Und dann würde ich sagen, das ist auf jeden Fall für Sprint, läuft. Reifen wechseln wir auch nicht. Nee. Wir machen auch gar nichts mehr hier. Wir gehen an den Start. Keiner unter uns, so muss es sein. Lassen wir erstmal die meisten wegfahren jetzt. Ich weiß. Fliegender Start in Le Mans. Wir weichen ab vom Protokoll.
Dann fährt ja sogar der Kapper an mir vorbei. Bam, 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 bam. So schnell geht's. Pass auf die. Oh. Wir gucken mal, was das gibt jetzt. Das ist mal wieder typisch für sie. Echt interessant, dass die. Klar geht hier auf die Bremse. Porsche gucken, sollte ich vielleicht erstmal ein bisschen abwarten, bis in jetzt Phase. Hinter mir ein Porsche, glaube ich. Also ein richtiger. Macht doch sowas nicht. Hier schon kommen Bäume mit Schaden, ist das alles keine gute Idee gewesen. Also mit der KI jetzt hier und dann vor allen Dingen noch verschiedensten Fahrzeugklassen gemixt mit Mods, ja. Aber ja, das wollen wir machen. Wir gucken mal, was dabei rauskommt. Clear left.
Jetzt geht's auch ab hier. Wo hier den Mazda? Wo hat's da? Also wie man schon relativ einfach sieht, hier übrigens vor uns der Networks. Carlo Networks im Motorsport, Eventur 2, Carlo 7, der in, sagen wir, 12 Stunden Rennen von Seppel eingesetzt wurde. Vorne gleichnamigen Rennteam. Ach schön, du kannst da reinlaufen lassen. Ist immer ganz gut, habe ich gehört. Hier gibt es wirklich, also auf dem Hucken. Aber nur hier. Und dann auch egal, ob da ein Auto ist oder nicht, also eine KI. Gibt es ordentliche Frame Drops, aber so richtig lecker. Und dann mach ich's mit. Oh, das ist der LMP2 gewesen, der mit meinem Namen geführt wird. So, ab in Runde 2. Die Sonne ist langsam runtergehen. Und man spannt, wie weit wir in die Dunkelheit reinfahren. Und ob überhaupt. Absolut geile Motorsport-Experience, was man hier so in dem Simulator haben kann. Extrem geil, wirklich. Fossilberg, Grafik, Sound, Genuss. Ja, fast 3,50 jetzt hier an der Stelle. Einfach mal wieder viel zu schnell. Da vorne ist ein sauber CL für uns. Hier glaube ich gerade ein LMP geholt. An dem muss ich dranbleiben, an dem muss ich hier ranheften. Position 8 dabei. Ja, so langsam sind die auch nicht, ne, die LMPs. Aber keine Chance gegen meinen Bloodstar. Oder wie ich immer schon sage, Bloodstar, komm hier mit meinem Verbremser. Bloodstar, ich komme mit meinem Verbremser. So, einer die er schon jetzt bitte. Und zwar jetzt. Okay. Noch voll. Das war diesmal problemlos.
ist ein Eureka. Also mit dem richtigen Fahrer. Kann nur eins mehr Kurven mithalten. Ist die Frage, ob wir den Benz jetzt kriegen will. Sorry, geht raus an Peter Sauber, an den Sauber natürlich. Leichte Konzentrationsphase gerade. Eieiei, jetzt ist er schön leicht geworden und das hast du auch richtig geil gemerkt. Top-Speed-Duell. Schon vorbei. Oder den Schatten von ihm? Nein. So, ist weiter am 7. Platz 5 mittlerweile. Runde 3. Ich grüße einfach mal, dass vor uns hier steht. Übrigens auch farblich abgestimmt, die Lackierung meines Mazdas und die wir sprechen immer noch auf dem Linie, auf dem Linie. Sonne ist gut am Sinken, muss man sagen. Wobei ich glaube, gar keinen beschleunigten Zeitverlauf investiert hatte. The next car is hell. Diesen Mazda zu fahren, meine Lieben, ist eine absolute Wonne. Ziemlich geil. ZG. Und der Sound, ja, natürlich legendär. Und wie ich finde, in dieser Mod extremst, mit Rollen im R natürlich, extremst geil umgesetzt. Also gerade dieses Zündungsgeräusch, Startgeräusch, unterer Drehzahlbereich, alles was sie dann so leichten. 1000, 2000 Umdrehungen mit dem Gas ein bisschen spielen. Hört sich so verdammt echt an. Wie sieht es mit dem Reifen aus? Mit dem Reifen sieht es gut aus, mit der Karosse ja nicht. Gut. Platz 5 weiterhin. Wie gesagt, wir müssen noch einmal kurz in die Box ein Splash and Dash machen, weil der Sprint anscheinend nur für... Wo
Oder ich fahre ein anderes Motorprogramm, das habe ich mir auch gerade überlegt. Was haben wir hier? Achso, kommt davon, wenn sich das ausbildet? Was kommt davon, wenn man sich das ausbildet? Kommt 3,50 vor mich hin. Einfach mal überschnell in diese Kurve reingefallen. Mit zweimal Glück nicht gedreht. So macht man das mit. Entschuldigung. Wenn man unter dem Prinzip Otze fährt. Auch für alle, die es ja nicht mitbekommen haben: Prinzip Otze, O-T-S-E, ohne Training, stets empor. Oder wie Kai van der Lake auch gerne sagt: Otze rules, yeah. Keine Ahnung, ob er so macht, aber er weiß ja schon. Mazda, ich komme mit meinem Mazda. Geht bitte alle aus der Seite raus jetzt hier. An diesem Helm ist es schon mal ziemlich geiles Teil, aber die Griffe sind aus einem sehr glatten Kunststoff, zu dem man zusätzlich noch die Löcher der Schraube sieht, was ich jetzt persönlich schlimm finde. Ich glaube, das sind auch die letzten vier Strohhalme, die mir so ein bisschen Grip verleihen. Voilà. Jetzt habe ich ihn fast weggeworfen und das nicht von irgendwelchen Löchern im Griff erzählen. Schöner Verbunser. Wie viel zusammenreißen jetzt? Fuel is fine, okay. Nice to hear. Ich wollte noch die, wollte eigentlich noch die lange Schraube reinmachen. Und jetzt Quick Release. Aber sollte auch so ohne weitere Probleme handelbar sein. Ich liebe dieses Lenkrad. Also das ist übrigens, ihr seht am Namen Azelit oder keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich sage jetzt einfach mal Azelit. Einfach die Plate mit den entsprechenden Slots für die Buttoncluster von Universal Hub. Und dann kann man sich das so hinschrauben und schneidet das Universal Hub dahinter. Gleiches möglich. Verbrennst. Ich muss nochmal dazu sagen, falls es jemand mitbekommen hat. Auch schön zu sehen, wie er blau flying mit hat. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Slow car ahead. This is their class leader.
losfahren mit diesem Mazda. Es schüttelt einen so dermaßen durch, das ist unglaublich. Scheibe vergessen gut. Ich glaube tatsächlich, dass es an diesen Special Effects liegt beim Sonnenuntergang mit 40 KIs. Auf Le Mans könnte es wahrscheinlich immer zu Problemen kommen. Beobachten. Ich habe übrigens überlegt, für die Spritspargeschichte, falls es dann doch knapp werden sollte. Auf ein seichteres Motorprogramm zu wechseln. So, da ist ein bisschen Ruhe eingekehrt jetzt. Kommt jetzt sicher wieder die lecker Bier-Show. Das kannst du natürlich hier kaum anbieten, sprich. Dafür war es jetzt kürzer. Schlimmer, aber kürzer. Das versaved die der Sonnenuntergang.
left. Still there. Clear left. Am nächsten vor uns. Die sehen natürlich, klar. So, zwei Typen nach vorne, einmal Derek Bell in wahrscheinlich Mercedes. 15 Sekunden vorne. Und davor ist Roland Ratzenberger. Ja, leider schon verstorben. Guck mal nach. Das blaue Bereich. Einmal in Indianapolis. Der Lenker reißt am Arm. Das ist schon wirklich nicht gut für den Damen. Hä? Also die zwei Vordermänner kriege ich safe nicht mehr. Der Mario Baldi hinter mir, der selber hat ja gleich noch Runde. Der Rest ist dann schon eine Runde hinter uns. Ui, das war aber fast, ne? Was geschält. Es ist auch riesen Abstand nach vorne und hinten. Also, der rote Punkt, der Pickel, bin ich. Letzte Runde. Ich bin froh, dass ich keinen Motion habe in solchen Fällen. Ich würde hier voll aus dem Schuh rausfallen. Bitte kein Motion. Hat sich da jemand verbremst? Und fast verbeschleunigt. Lass mal den Wankel noch einmal aufholen. Flo Yu. Ist aber auch fies hier, diese lange Schranke, oder? Kannst ja auch übertreiben, ey. Jawohl, und ich applaudiere mal jemand für mich, du Mensch, hör auf da. Also, das stimmt uns natürlich ein auf das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Vielleicht sehen wir am Wochenende auch tatsächlich mal in der Live-Übertragung noch den einen oder anderen Auftritt dieses legendären Fahrzeugs, was ich hier fabrikiere. 787B Mazda Speed. 1,3 Liter Hubraum Wankelmotor, soweit ich mich nicht irre. Kann aber auch 1,6 Liter sein. Sieht das geil aus, ganz ehrlich. Auch die voll animierte Strecke, also die ganzen Lichtsignale am
Streckenrand ziemlich geil. Und wie viele Real Race Driver auch tatsächlich bestätigt haben, soll der soll dieser Laserscan hier von Le Mans seinesgleichen suchen. Für alle, die Le Mans Fans sind, selbstverständlich. Das ist ganz klar. Da geht einfach ab wie ein V1, wenn man das so sagen darf. Ab in die Pox, Sprit ist leer, Rennen abgeschlossen auf 3. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zusehen, Zufahren, Mitfahren. Nein, Zusehen und Mitfahren. Lasst mir gerne mal eure Kommentare da, was ihr denkt über das neue Cockpit-Design vom Kneit Mathusen. Und ich mache den Motor mal aus und auch das Licht an. Nein, pass. Und weil ich so lieb bin, blende ich euch den Mazda als Tribut zum Schluss nochmal ein. Als Abschluss. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.